Unsere Groupies sind schon voll heiß. Wir kriegen gleich vor Freude einen Herzkasper. Dann mach mal einen Anschnaller. Was soll das denn? Gummi war leider ausverkauft. Klasse, dann wird das ja extrem gefährlich auf die Birne gehen. Oh. Cool. Alter Schwede, das war knäpplig. Ja, ganz schön knäpplig. Stahlgerüst, da sind Damen in Gefahr. Ich komme! Was ist denn das für ein Lappen? Und was schmuggelt er sich überhaupt in unseren Fanclub ein? Hey, Ballonbrezel! Wie kommst du dazu, unsere extreme Mega-Todessprungnummer zu stören? Ihr habt es eben nicht drauf! Geh doch zu Hause! Ich entlüften wir noch! Den Kerl kenne ich, das ist super. Modell steht für Matschbirne. Der geht mir ganz schön auf die Nerven. Na schön, aber was bist du für ein Kunde? Ich weiß, du verhökerst Fliegen, richtig? Nein, Jungs, ich bin der einzigartige Super-Mickey! Schwarz, blond, braun, ich beschütze alle Frauen. Noch nie von dir gehört, was machst du so? Naja, die korrekte Berufsbezeichnung ist Superheld. Wenn eine schöne Frau in Gefahr ist, dann komme ich und rette sie. Und dann küsst sie mich dafür. Ist ein und echt guter Job, wisst ihr? Sag mal, Captain Knutscher, brauchst du noch ein paar freiwillige Helfer? Hab ich noch nicht drüber nachgedacht, aber dann brauchen wir ein Geheimversteck. Wie wär's denn mit unserem Bus? Naja, kann man zur Not nehmen. Gut, Capitano, und wann wird hier meine fette Runde abgeschlabbert? Habt ihr Superanzüge? Nö. Ihr müsst noch viel lernen. Ihr wollt Superhelden sein, aber ihr habt keine Superanzüge, also ehrlich. Hier, die sind zwar gebraucht, aber dafür billiger. Jetzt wird es echt cool. Ich sehe schon die Horde Girls hinter uns herschlabbern. Bekloppt es, ich sehe aus wie Tauchischlumpf. Wenn ihr sie nicht anzieht, werdet ihr auch keine Superhelden. Wenn ein Superheld ein Mädchen retten will, dann muss er ein super Kostüm anhaben und über super Kräfte verfügen. Ich zum Beispiel habe den super Atem und die super Saugkraft. Ich kann fliegen. Das sind ja tolle Superkräfte. Jetzt wollt ihr sicher wissen, wieso ich das alles kann. Ich wurde damit geboren, aber ich habe auch ein kleines Geheimnis. Ich esse Camembert-Käse. Wow, das hört mich so richtig an. Na los an die Arbeit, mal sehen, wen wir retten können. Auf zur Suche nach Mädchen in Not. Ruf da! Seht ihr auch, was ich da sehe? Was? Schnitten in Gefahr? Nein, Hotdogs. Und meine großartigen Supersinne sagen mir, dass ich einen super Hunger habe. Und mein super Organisationssinn sagt mir, dass ihr mir sofort 50 Mäuse rüberschiebt. Sonst ist der Unterricht zu Ende. Wir verstehen uns? Danke sehr. Ich will einen super Bananenpilz-Hotdog. Was sagst du zu meinen Superreflexen? Du bist mein Lebensretter und du Superheld! Wir wollen auch mal! Habt ihr meine Superreflexe gesehen? Ja, klasse! Ich bin noch ganz bezuckert! Meine Supersinne sagen mir... Oh, vielen Dank! Ihr entwickelt ja super Gedankenlesekraft. Naja, der lutscht uns langsam kohlemäßig die Eier aus dem Kopf. Und noch keine Frau gezüngelt. Xtrem Xduckx! Da kannst du aber Thank You sagen. Sie wurden gerade von zwei Superhelden gerettet. Tja, da bist du völlig flunder, was? Tja, und wir sind singelt. Hui! Eigentlich hat sie der junge Mann neben mir gerettet. Kommt her, ihr Schnuckelchen. Gleich am ersten Tag geknutscht zu werden, ist gut. Das muss gefeiert werden. Und ich weiß genau den richtigen Platz dafür. Hey, da ist ja
Super Mickey mit seiner Super Plauze. Mit seiner Super Glatze. Und was er dabei hat, sieht aus wie zwei richtige Super Gartenzwerge. Na, meine kleinen Freunde, habt ihr schon was geleistet? Guck mal einer, schau, das ist der SM-Ballon von heute Morgen. Die lassen hier wohl neuerdings jeden rein. Wir werden die Sache draußen austragen. Kampf! Kampf! Ja, das gibt euch den richtigen Kick. Vielleicht macht das fettarme Rohmilchprodukt echt einen dicken Unterarm. Und so, genauso wie ich es euch gesagt habe. Ihr haltet euch großartig. Na, Jungs, da seid ihr platt, was? Was ist denn das? Schnell weg hier! Ihr seid wirklich große Klasse, das habt ihr toll hingekriegt. Ihr habt's denen richtig gezeigt und meine Ehre gerettet. Darauf habe ich jahrelang gewartet. Oh. Ich muss los, ich hab noch was zu tun. Wir sehen uns dann später, okay, Jungs? Das war wieder ein super Job. Du treibst dich doch nur wieder mit irgendwelchen Pennern rum. Du solltest nur schnell etwas Brot einkaufen und jetzt warte ich seit 3 Stunden auf dich. Wo hast du dich wieder rumgetrieben? Lass uns einen Schuh machen. Meine Fresse.